Hallo und herzlich willkommen hier zu einem, wie soll ich es ausdrücken? Also zu einem angespielt, ja, es ist ein angespielt, wir haben es zwar schon mal als Video auch schon mal gebracht, Slender, aber ich wollte jetzt im Jahr 2016 mal da wieder reingucken, ob das Spiel noch immer noch diesen Schockfaktor hat, weil es kam ja nach dem Spiel viele, viele andere Spiele, die sie da drauf aufgebaut haben, auf diesem Spielprinzip, dass man halt abhauen muss vor irgendwelchen Monstern und so und die Grafik wurde besser und die Schockmomente wurden noch besser und Slender war ja sozusagen eigentlich, ja, so das, ja, der Anfang, ja, so ein bisschen, natürlich gab es vielleicht auch schon ein paar kleinere Spiele, die sowas hatten, aber halt noch nicht in dem, die Dimensionssachen, also wie gesagt, und gerade das originale Slender, The Eight Pages, wollte ich mal nochmal reingucken, wie gesagt, jetzt im Jahr 2016, ich glaube, das haben wir mal, Burry und ich, also Big Mana und ich, haben das mal, glaube ich, lasst mich nicht lügen, wann war das denn? Bestimmt 2012 oder 2013 schon mal gemacht und da war es halt, wie gesagt, gerade so, okay, ziemlich anspannend. Und ich wollte jetzt nochmal reingucken und dann, ja, mit euch zusammen, wie gesagt, das Spiel einmal ein bisschen testen. Ja, es ist zwar helllichter Tag, ja, die Sonne scheint, nicht Sonne, es ist bewölkt, es regnet. Aber wie gesagt, ich bin sowieso so ein Schisshase. Ich habe ja auch schon mal ein anderes Spiel abgebrochen. das war ja irgendwie Hector, genau. Also, das war auch ziemlich gruselig und ich würde einfach sagen, komm, ich positioniere mich jetzt mal richtig schön, so, oh, mal kurz strecken und starte ein neues Game. Ohne Spaß, ich bin ein bisschen aufgeregt. Leider muss ich jetzt mit Kamera aufnehmen, weil meine Webcam habe ich ausgeliehen. Die habe ich Big Mana gegeben, weil die besser war. Ich muss mir nochmal eine neue kaufen. Jetzt nehme ich aber, wie gesagt, mit Kamera auf und ja, wir gucken mal. Slender. The Eight Pages. Alter Vater. Mal gucken, also ob das wirklich noch so anspannt ist. Ich bin mal gespannt, oder ob ich jetzt hier einfach so durch, ja, durchrushe und mir die Seiten hole und fertig. Und natürlich vorher entdeckt werde. So, collect all eight pages. Und, wie ging das nochmal? Genau. Laufen, so, sprinten mal so. Und wir laufen jetzt erstmal. Lass uns mal in diese Richtung laufen, oder? In die Richtung. Und ich bin ein bisschen angespannt. Ein bisschen bin ich trotzdem angespannt. Man weiß ja nie, ne? Aber ich glaube, der kommt doch meistens eigentlich erst, ja, wenn eine Seite gefunden ist. Ich glaube, jetzt hat er noch gar nicht so die Wahrnehmung so, okay, da ist einer in meinem Park oder in meinem Wäldchen. Und, wie gesagt, es hat noch immer noch die bedrückende Atmosphäre, das auf jeden Fall. Weil man kann halt links und rechts von der Kamera, von der Taschenlampe nicht sehen. Und hier haben wir den alten Baum. Und hier war meistens immer auch eine Seite. Und da ist ja auch schon eine Seite. Ich bin mal gespannt. Wie nehme ich die? Genau, mit linker Maustaste. Und jetzt geht's los. Okay. Wollen wir mal nicht so viel quatschen? Und ist da Nebel zugekommen? Dass sie irgendwie da vielleicht eine neue Version rausgebracht haben? Alter, ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Also, so die Atmosphäre ist gleichbleibend. Also, man darf sich ja eigentlich nicht umgucken. Aber ich... Guck, da ist er schon! Fuck! Bei dem Spiel ist es ja das Schöne, dass er wenigstens... Boah, Alter, fuck die Wand dann, ey. Okay, es ist wirklich auch am Tag. Also ich bin, entweder bin ich halt eine Schissbuchse, kann natürlich auch sein. Okay, sie wird langsam schlapp. Ja, komm, wir müssen mal durch das Wäldchen, wir können nicht immer nur die Wege laufen. Sie kann aber nicht mehr. Ja, sie kann einfach nicht mehr. Alter Vater. Solltest du dir mal vielleicht mal Asthma-Zeug holen oder so? Vielleicht hast du ja Asthma. Okay, da kam gerade schon das Flimmern. Also er ist nah dran. Ich habe noch immer noch nur eine Seite erst.
fick dich. Dann kann ich natürlich rausmachen. Da laufe ich ganz im Dunkeln. Okay. Jetzt hab ich ein bisschen ausgeruht. Laufen wir noch mal ein bisschen. Ich trau mich jetzt nicht mehr umzudrehen, ey. Ohne Spaß. Und das Spiel hat, wie gesagt, das ist so einfach eigentlich nur. Das ist einfach nur ein Wald. Ja. Mit ein bisschen Zetteln. Und eine Taschenlampe, eine Frau. So wie nach dem Geräusch, ne? Dann dem Atmen. Und halt dem Slenderman. Komm, wenigstens eine Seite noch, Alter. No, 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 no! Und die nächste Seite. Und ich verstehe nicht, ist der vielleicht aggressiv auf uns noch immer? Weil das Spiel habe ich in dem Sinne noch nie so doll verstanden. Natürlich, klar, man ist halt hier, wie gesagt, im Wald und es gibt ja auch so einen Film schon, wo, der heißt zwar nicht Slenderman, der heißt irgendwie, keine Ahnung, irgendwie anders, aber da ist auch so ein Typ, der genauso aussieht. Ich weiß aber den Film jetzt nicht, also müsst ihr vielleicht mal in die Beschreibung reinpacken. Wo man sich den holen, ich habe ihn mir auch nicht angeguckt, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, wir sind jetzt in so einem Gebäude drin, das kennt man ja auch noch. Kann man folgen? Manchmal ist es ja so, dass der hier dann plötzlich hier steht, aber so in der Wand und man kann trotzdem vorbeilaufen. Okay, hier ist nichts. Huh. Das Gute ist ja an dem Spiel, dass der Slenderman nur steht. Also er bewegt sich natürlich, klar, aber immer nur dann, wenn man nicht hinguckt. Alter! Alter, hab ich mich erschreckt. Ey, das ist so unnormal! Komm, machen wir noch einmal. Parsec Productions. Scheiße. Steht ja auf einmal vor mir, ey. Fuck die Wand an, ey. Presents. Slenderman. Den Slenderman. Genau, Slender. The Eight Pages. Scheiße, ey. Alter, ey. Unnormal. Okay. Machen wir's nochmal. Warum will ich überhaupt diese 8 Pages finden, Alter? Ohne Spaß. Warum will ich die finden, hä? Bis jetzt, wie gesagt, ist ja noch nichts. Jetzt können wir erstmal normal rumlaufen. Lolololo. Ganz easy peasy hier so, lololo, weil jetzt kommt er, glaube ich, wenn man jetzt keine Seiten aufsammeln, kommt er auch wirklich gar nicht. Ich glaube, da könnte man stundenlang in dem Spiel rumlaufen. Man könnte vielleicht, wäre da vielleicht eine Taktik, um sich vielleicht mal die Punkte, da wo die Zettel sind, weil die bleiben ja da hängen, sich die vielleicht dann zu notieren, weißt du, dass man sich so Wegpunkte setzt, zum Beispiel alter Baum, eine Seite, Haus, also Ruine, zweite Seite, so. Und dann erst dann aufsammeln. Das können wir natürlich auch machen. Das wäre vielleicht so eine Taktik, zu sagen, komm, ich sammle die gar nicht auf. Ich notiere mir das erst. Ich spiele das Spiel so lange, bis ich halt so ein bisschen ungefähren Plan habe, wie das Spiel halt wirklich aussieht. Man könnte natürlich die Gamma oder so halt hochschalten, dann ist es gar nicht mehr dunkel. Aber wir mögen es ja gerne so. Und dann könnte man einfach dann alle Seiten suchen. Weil ich weiß nicht nach den 8 Pages, was dann passiert. Ob man dann... Ich bin noch nie so weit gekommen. Ich habe mir auch noch nie ein anderes Video angeguckt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ob das jetzt irgendwie dann so ist, dass plötzlich dann, ja, das Spiel einfach unendlich weitergeht oder ob nach den 8 Pages ja einfach vorbei ist. Er findet einen trotzdem, das ist einfach geschissen drauf, ne? So, und komm, wir gehen jetzt erstmal in das Häuschen hier. Ein einsamer Stuhl. Können wir uns hinsetzen? Nein. Haben wir Füße? Nein. Haben wir irgendwas? Nur eine Taschenlampe. Ich weiß gar nicht, fällt mir gerade so ein, was natürlich richtig cool wäre, wenn das Spiel im Multiplayer gehen würde. Das ist, gibt ja zum Beispiel das Spiel Damned.
wo dann halt einer ist irgendwie eine Figur und der muss die anderen dann halt jagen. Die anderen sind halt normale Leute, die sich davor verstecken müssen und dann halt Türen öffnen müssen, Schlüssel finden müssen und dies und jenes und so. Und das wäre natürlich in dem Spiel, ich weiß nicht, ich keine Ahnung, ob es das gibt. Wenn es das gibt, wie gesagt, schreibt in die Kommentare mal und dann sagt mir mal einfach mal, wo man das findet, so ein Spiel. Slender halt wirklich, dass einer den Slender spielt und der und die anderen halt, ja, sich in den Wald umschauen müssen und dann, wie gesagt, die Seiten so schnell wie möglich finden müssen. Und der Slender ist halt so einer, der halt, ja, die halt verfolgt und natürlich auch töten möchte. Weil ich glaube nicht, dass er mit denen kuscheln möchte. Glaube ich nicht. Okay. Bis jetzt habe ich noch keine Seite, ey. Aber alles sauber, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Die Fliesen sind makellos. Ich weiß gar nicht, was das für ein Gebäude sein sollte mal irgendwann. Vielleicht ein Duschbereich im Wald? Weiß ich nicht, vielleicht für Slender. Ja. Das ist vielleicht sein Haus, oder? Hier waren wir ja schon. Na gut. Gehen wir erstmal raus. Aber wir müssen ja eine Seite finden, sonst kommt er nicht, weil sonst können wir jetzt ja stundenlang hier rumlaufen. Ich möchte ja gerne, dass ich eine Seite finde. Aber ich wusste gar nicht, dass die Taschenlampe, wenn man sprintet, wollte ich schon sagen. Wenn man sprintet, dass die Seite dann... Ach, die Taschenlampe, die Seite. Leute, Inge, lern Deutsch. Ja. Dass die Taschenlampe dann nach unten geht. Ist auch klug gemacht, weil dann, wenn man nach oben geht, anhält, dann kriegt man natürlich voll den Schock, ey. Und dann ist ein Rohr. Gehen wir mal zum Rohr. Aber wie gesagt, an der Atmosphäre kann ich jetzt schon sagen, hat es nichts dran verloren. Also ist nicht so, dass man jetzt so, sagen wir mal, immun gegen solche Spiele langsam ist, weil man halt schon andere Spiele, die viel, viel heftiger sind, gezockt hat. Das kann ich, wie gesagt, nicht bestätigen. Guck hier, jetzt könnte man sich das aufschreiben. Schreibt man sich auf einen Zettel. Rohr. Ein Zettel. So, dann alter Baum. Nächster Zettel. Weißt du, so. Aber wir nehmen es jetzt mal auf. Jetzt kommen die Leute. Der Slenderman ist aufgewacht. Er wird uns jetzt verfolgen. Wo wird er uns hinführen? Es ist auch ein Perversling. Der einfach nur kleine Kinder mag. Kann natürlich auch sein. Es gibt sogar eine Internetseite von hier Slender, das Spiel. Und da ist halt auch so alte Fotos, wo der angeblich dann so im Eck im Wald steht. Oder so, da ist ein Gruppenfoto, wo er dann im Hintergrund irgendwo steht und so. Und das sieht schon realistisch aus. Also das muss man ganz ehrlich sagen. Jetzt kann man das flimmern jetzt schon. Will ich mich verarschen? Steht er da hinten? Okay, er war auf jeden Fall richtig nah dran. Er war richtig nah dran. Und ich weiß gar nicht, warum ich mir das Video jetzt wieder antue. Aber ich wollte es halt, wie gesagt, einmal mal gerne mal testen, ob das wirklich noch die Wirkung hat. Und klar, wenn es jetzt dunkel wäre draußen, und wäre es vielleicht noch extremer. Aber wie gesagt, ich bin, bei mir ist es egal, ob tags, ob sagen wir mal, Leute dabei sind. Ich schreibe trotzdem rum, weil ich einfach eine kleine Schießelbuchse bin. Und wie gesagt, darum auch noch kein, außer ein Let's Play gemacht habe, aber auch abgebrochen habe, weil ich fand es einfach zu heftig. Ich kann sowas nicht. Also ich bin irgendwie für solche Filme ist überhaupt kein Problem. Ich gucke mir gerne Horrorfilme sogar an. Dürfen natürlich nicht irgendwie zu abgedreht sein. Also dann ist schon, wo ich denke so, okay, das ist ja mal wieder ganz anders. Aber wenn es so Sachen sind, so paranormale Sachen, alter Vater, dann ist das natürlich was anderes. So, jetzt gucken wir mal bei den Steinen. Das ist auch ein markanter Punkt, wo eine Seite hängen könnte. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass er jetzt nicht hier um Ecke steht. Weil dann erschrecke ich mich. Jetzt fängt es dann schon wieder an zu atmen, Alter. Okay. Auf eine Art, das Komische, möchte man gerne entdeckt werden, dass damit es vorbei ist, der Druck. Weil wenn man entdeckt ist, wie gesagt, dann ist halt das wie bei den Spritzen. Du gehst zum Arzt und wenn du halt Spritzen nicht abkannst, so war es bei mir früher. Früher konnte ich überhaupt, Spritzer fand ich irgendwie so, nee, überhaupt kein Freund von. Aber jetzt allmählich kein Problem mehr. Aber wie gesagt, da war es so, du saßt im Wartezimmer, hast die Anspannung gehabt, warst im Wartezimmer, noch mehr, nicht Wartezimmer, sondern im Doktorzimmer dann, noch mehr die Anspannung, weil dann hat er erstmal mit dir geredet, natürlich, wie geht's dir und bla 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 und so und so. Und dann gesagt, ja, wir müssen die Impfung jetzt machen, so und so. Und dann kam eine Patientin, wollte ich schon sagen, eine Gehilfin kam da rein. Und ich weiß zwar jetzt selber, das hat gar nichts mit dem Thema zu tun, aber mit der Anspannung will ich halt drauf hin,
drauf ansprechen, dass du halt, wie gesagt, wenn du dann halt so angespannt bist, was soll ich jetzt sagen, Alter, guck mal, das irritiert mich jetzt so, ich bin so angespannt, weil hier irgendwo könnte er jetzt wieder lauern, hier, der kleine Affe. Der kleine Affe, der könnte wieder hier lauern. Puss. Was will ich? Fick dich. Fick dich, Alter. Alter. Ich erzähl jetzt gleich nach dem, wenn wir tot sind, also wenn wir entdeckt worden sind, dann erzähl ich weiter kurz. Das mit dem Arzt, die Geschichte. Alter, wir sind schon bei 16 Minuten. Langes Video. Okay. Also ich finde einfach nichts. Gut, ich laufe auch doof in der Gegend einfach rum. Ich müsste eigentlich viel mehr im Wald gehen und so. Aber ich traue mich nicht, Alter. Hier finde ich das viel, viel schöner. Nee. Oder kannst du euch nichts erzählen? Nein, komm. Lass mal die Atmosphäre. Guck mal, Alter, der Qualm. Ich habe das Gefühl, das war aber nicht. Oder der PC. Ja, der PC war schon immer auch für Slender gut. Also wie gesagt, Slender ist halt ein Spiel, das kann... Ich glaube, das kann man sich, wie gesagt, kostenlos ja auch runterladen. Es gibt auch Bezahldinger, also es gibt auch Bezahlen. Aber halt das Slender, was ich jetzt habe, das Anfangs-Slender, das ist halt kostenlos. Da braucht man keine Money für ausgeben. Was eigentlich, wenn ich jetzt hier stehen bleibe? Kommt der dann? Kommt der? Will er mich? Oder bleibt er jetzt einfach so stehen? Mal gucken. Aber Alter, die hat ja überhaupt keine Ausdauer, ey. Das, wenn das Rennen ist bei ihr, dann weiß ich auch nicht, ey. Oder eher gehen, das ist ja... was anderes ist das ja nicht. Ah, dann kommen wir, laufen wir da mal noch lang. Man sieht aber auch die Taschenlampe. Ich glaube, entweder wird die jetzt langsam ein bisschen schwächer, dass die Batterien irgendwie alle gehen, weil... Oder man gewöhnt sich natürlich. Okay, okay, wo? Oh. Gerade kam das Rauschen, aber ich habe mich ja umgeguckt. Ich habe ja den Fehler gemacht. Hier ist wieder das Haus. Ist das das Haus? Ne, das ist die andere Seite. Ich glaube nicht. Ich bin einmal im Kreis gelaufen. Guck jetzt, ich laufe. Aber hier ist doch nichts. Oder ich bin einfach so geil und klug. Und leider, ich laufe einfach an ihm vorbei. Kann natürlich auch sein. Es wäre auch mal schön, wenn es wieder Tag werden würde. Er steht jetzt bestimmt hier wieder. Alter. Dass er jetzt hier gleich steht. Was man sagen muss, spielt das Spiel unbedingt mit Kopfhörern. Weil wenn ihr das Spiel mit Kopfhörern spielt, ist es natürlich noch viel intensiver. Dreht das volle Kanne auf. Ich weiß, es tut vielleicht in den Ohren ein bisschen weh, so dass wenn dann so Geräusche kommen. Aber ey, ohne Spaß. Ganz vorsichtig. Alter, der kommt jetzt bestimmt, ey. Okay. Alter, ich mach mal die Taktik. Ganz leicht gucken. Alter, verpiss dich, Alter. Wo ist der denn?
Musik, die ist richtig anspannend. Ich schwitze auch. Muss man, also normalerweise ist es, denkt man ja, Angst, Schweiß, weil halt das Herz natürlich viel, viel schneller schlägt. Du halt, ja, du hast Adrenalin im Körper, ohne Spaß. Ich glaube, wenn wir jetzt einen an den Ort fallen. Kacke. Ich habe wieder nur zwei Seiten gefunden. Ja, ich weiß. Ja, wie gesagt, was ich sagen wollte, genau, das mit dem Arzt, also dieses Beklemmende. Und das ist bei dem Spiel auch so, man erwartet halt das immer, das ist eine Anspannung. Und das ist wie beim Arzt, man holt dann die Spritze und dann am schlimmsten natürlich dann da, wo er dann reinsticht, ne? Und wenn es aber... Boah, er musste gerade, ne? Ich darf nicht so schnell reden. Runterkommen, nein. Auf jeden Fall ist das halt, wie gesagt, dann kommt er mit der Spritze und wenn er halt reinsticht, dann ist dann wie jetzt hier der Höhepunkt so erreicht. Und wenn er halt, wie gesagt, dann, ne, und dann Pflaster drauf macht, dann ist das so, ja, wie jetzt. Und das ist einfach, das klappt noch immer und ich muss sagen, ohne Spaß, die Leute, die das Spiel noch immer noch nicht gespielt haben, weil sie irgendwie vielleicht Angst davor noch hatten, ich kann sagen, holt es euch. Es ist, wie gesagt, kostenlos, einfach bei Google einfach Slender eingeben oder Slender Game, dann gibt es bei Ship Online und so, kann man sich das dann kostenlos runterladen. Und das ist halt, wie gesagt, das Originale. Es gibt natürlich dann, schon weiterführende Sachen, also was war da nochmal? Arrival, glaube ich, heißt das Spiel. Das ist halt, glaube ich, schon so ein bisschen anders, aber halt auch, glaube ich, nicht von den gleichen. Keine Ahnung, also ich möchte jetzt auch nichts Falsches erzählen. Ich würde sagen, wie gesagt, ich ja, bin fertig mit dem Video. Ich werde es auch nicht weiterspielen. Ich werde es gleich ausmachen. Und ja, wenn es ausprobiert, wie gesagt, dann schreibt auch mal in die Kommentare rein, wie ihr das dann selber fandet, wenn ihr es noch nie gezockt habt und sagen wir mal, wenn ihr es dann auch schon mal gezockt habt, wie ist eure Erfahrung? Wart ihr eher cool und sagt ihr, mein Gott, Alter, easy, weißt du so? Oder wart ihr eher so die genauso wie ich jetzt davor saßen und vielleicht sich noch doller erschreckt haben, ja, die irgendwie volle Kanne nach hinten gegangen sind und irgendwie Angst hatten oder so, oder gesagt haben, nee, ich will überhaupt gar nichts mit dem Spiel zu tun haben, weil ich halt sowieso schon Schiss habe. Wie gesagt, bei mir ist es halt immer so eine 50-50-Sache eigentlich, aber eigentlich tendiere ich eher zu anderen Spielen, wo man sich nicht so doll erschreckt oder wo man vielleicht das Erschreckte, sagen wie Doom, das ist halt auch Anspannung, weil die Zombies und so da rumlaufen, aber das geht noch, ja, aber wie gesagt, so ein Spiel ist halt... Du bist alleine, du weißt, da ist einer und das Gefühl ist halt richtig scheiße. Und ja, und am blödsten finde ich persönlich ja noch so Spiele, wie gesagt, wie Hector, dass halt so ein Zombie oder nee, Zombie ist es nicht, Monster, hinter einem dann herläuft. Und das finde ich richtig extrem. Also da, wie gesagt, die Horrorspiele, die jetzt so rausgekommen sind, vorletztes Jahr, die bauen alle auf sowas auf so ein Prinzip. Aber halt, die sind, finde ich, noch viel, viel extremer. Und ja, da würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann ja bei irgendeinem anderen Spiel mal wieder. Vielleicht bei Tomb Raider, ja. Oder bei Rainbow Six Siege oder bei Minecraft Adventure oder so, beim Livestream natürlich. Und ja, dann würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen und ja, bis die Tage. Tschüss.